Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche nehmen wir euch mit in einen echten Zufallsfund, der seit Jahrzehnten im dornröschen Schlaf verwildert und verfällt. Anfänglich gab es fast nichts zum Objekt herauszufinden, doch das änderte sich nach einigen vielen Klicks im Netz. Worum es sich hierbei handelt, auch wenn ihr es im Titel schon lesen konntet, wann das Ganze entstand und was es sonst noch in Erfahrung zu bringen gab, das und vieles mehr erfahrt ihr wie immer von mir in den kommenden Minuten. Spitzt also eure Ohren und kommt nun mit auf eine interessante Runde im Bereich der verlassenen Orte. Solltet ihr nach dieser Folge noch Lust auf weitere haben, dann besucht uns gerne auf unserem YouTube-Kanal. Dort werdet ihr mit Sicherheit noch viele, viele weitere Folgen zu diesem Thema finden. Es lohnt sich also mal vorbeizuschauen und uns auf diesem Wege auch direkt zu abonnieren. Aber nun geht es erstmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine verlassene Schule. Ursprünglich waren wir unterwegs zu einer verlassenen Siedlung, die ich euch in naher Zukunft auch in einer neuen Folge präsentieren werde. Auf dem Weg dorthin fuhren wir durch diverse Dörfer und kleinere Gemeinden und kamen an so manchen Gebäuden vorbei, die schon längst nicht mehr bewirtet werden. Auf dem Rückweg steuerten wir gleich drei dieser Orte an. Das letzte Objekt an diesem Tag sehen wir hier in dieser Folge. Eine verlassene Schule, wie sie später herausstellen sollte. Zugegeben kam uns dieses Gebäude in einem so kleinen Ort etwas merkwürdig vor, aber das Internet brachte einiges ans Tageslicht, denn das Gebäude entstand mit ziemlicher und unerwarteter Dringlichkeit, auch wenn das schon etliche Jahrzehnte zurückliegt. Am besten wir starten beim Urschleim und schauen einmal zurück bis ins Jahr 1905. Denn damals zählte das beschauliche Örtchen lediglich 599 Einwohner und selbst in diesen Tagen gab es schon eine Schule in dem Ort. Diese befand sich allerdings damals noch in kirchlicher Hand, weswegen man dazu ein Pfarrhaus und ein weiteres Kirchengebäude nutzte. In den beiden kommenden Jahrzehnten verzeichnete der kleine Ort einen regen Zuzug. Bis 1925 verdoppelte sich nahezu die Einwohnerzahl auf 1026. Entsprechend stieg auch die Zahl der schulpflichtigen Kinder im Ort. Zwar hatte man bereits 1890 ein weiteres Gebäude bauen lassen, aber auch dieses sollte 45 Jahre später längst nicht mehr ausreichen. Zeitweise musste man Räumlichkeiten überorts in einem Gasthof in Beschlag nehmen, um den Unterricht überhaupt aufrecht erhalten zu können. Nun wurde es also unausweichlich, ein neues, größeres Schulgebäude musste her. Dazu schlossen sich diese sowie eine benachbarte Gemeinde zusammen, auch der damalige Gutsbezirk, der Schulverband sowie der Gemeindevorsteher unterstützten und realisierten dieses Projekt letztendlich.
Ewald Scheller übernahm die Bauleitung am Schulobjekt, dessen Grundsteinlegung am 24. Juli 1925 stattfand. Schon ein Jahr zuvor hatte man mit den Ausschachtungsarbeiten begonnen. Haltet euch fest, nach nur 2 Monaten Bauzeit feierte man schon Richtfest. Unglaublich aus heutiger Sicht, aber es ging. Heute undenkbar, denn es gibt viel mehr sicherheitsrelevante Richtlinien, die man beachten muss, viel mehr Elektrik, Rauchmelder, Fluchtwege, Brandschutztüren und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Thema. Früher war eben alles etwas, nun ja, einfacher. Und in der Tat machte man es sich auch deutlich einfacher als heute. Damals gab es ein Gebäude mit einer Treppe, vielleicht noch einer zweiten, einigen Steckdosen und Wasserleitungen. Danach hörte der Luxus meistens schon auf. Also recht simpel aus heutiger Sicht. Von daher waren 2 Monate vielleicht auch völlig in Ordnung. Am 21. September 1925 erfolgte das Richtfest. Ein Jahr darauf, am 16. April, ging mit einer feierlichen Einweihung die Schule in ihren Betrieb über. Etliche Behördenvertreter, Körperschaften des Schulverbandes, aber auch die am Bau beteiligten Handwerksfirmen, ein Kirchenchor und viele Einwohner feierten zusammen diesen lang herbeigesehnten Tag. Interessant ist auch, wie detailliert diese Zeremonie beschrieben wird. Dazu zitiere ich mal ab hier aus einem Buch, welches ich euch unten in der Infobox verlinke. Die Begrüßung der Anwesenden erfolgte durch den Schulverbandsvorsteher Oskar Naundorf. Der Vertreter der Regierung, Regierungsassessor und Oberst übermittelte die Grüße seiner Behörde. Die Weihrede wurde vom Schulrat Dr. Wilke aus Zeitz gehalten. Der stellvertretende Landrat, Regierungsrat Dr. Steinhoff, überbrachte die Glückwünsche seines Kreises aus Zeitz. Geschäftsführer Vogt von der örtlichen Bergmanns Wohnstättengesellschaft sprach als Vertreter der Treuhandgesellschaft Glückwünsche zum gelungenen Schulneubaus aus. Der Zeitzer Vertreter des Kreislehrerverbandes Girke führte die Worte Licht, Liebe und Leben an. Diese 3 Worte bilden den Kern der Schularbeit. Der neue Schulleiter, E. Pendorf, hielt selbst auch eine Rede, in der er sich im Namen der Schulkinder bei allen Beteiligten für die neue Schule bedankte. Selbst die Kirche, die bis dahin vieles alleine möglich machen musste und möglich gemacht hat, trat in Vertretung durch Ortspfarrer Konrad Liebe auf, welcher zusammen mit einer Schülerin ein Weihgedicht verlas. Wenn man das so liest, hätte dieser Neubau schon Jahre eher entstehen müssen. Aber ich glaube, man war überhaupt froh, dass es nun endlich losgehen konnte mit dem Schulbetrieb. Nur 2 Jahre später entstand noch ein Erweiterungsbau, welcher nach nur einem Jahr Bauzeit 1929 abgeschlossen wurde. Vermutlich handelt es sich hierbei um das straßenseitige Backsteingebäude, aber sicher ist das nicht. Im Erdgeschoss befanden sich 5 Klassenzimmer, ein Stockwerk darüber eine Lehrerwohnung. Diese ist auch heute noch im Objekt zu finden. Vermutlich wohnte dort zuletzt der Hausmeister, wie man das aus heutigen Schulen üblicherweise kennt.
Während des Zweiten Weltkrieges kam es zu zahlreichen schweren Beschädigungen am Schulobjekt. Die Rede ist von Schäden am Dach, Fenster und Türen gingen wohl ebenso zu Bruch wie der Schulhof bzw. die Schulwiese. Nach dem Krieg wurde das Gebäude schnell und ohne groß Zeit zu verlieren wieder repariert und der Schulbetrieb ging zügig weiter. Ab 1968 entstand ein zweiter Erweiterungsbau hinter dem Gebäude, also rückseitig zur Straße. Auch hier dauerte es von Ausschachtung bis zur Inbetriebnahme nur etwa ein Jahr. Im Frühjahr 1969 konnten die neuen Klassenzimmer dann ebenso genutzt werden. Ob es sich hierbei nur um eine Grundschule handelt, ist fraglich. Aber richtig belegen können wir das nicht. Das kleinere der beiden Gebäude, welches ihr am Anfang des Videos sehen konntet, war vermutlich ein Kindergarten oder eine Art Vorschule. Zumindest in den letzten Tagen des Schulbetriebes in den 90er Jahren. Vor Ort fanden wir Diktate einer Versetzungsprüfung aus den frühen 50er Jahren einer Schülerin der 7. Klasse, was nicht gerade wie Grundschule klingt. Vielleicht war es aber auch eine Art Gesamtschule, wo man von der 1. bis zur 10. Klasse Unterricht hatte. Ihr seht also, da sind längst nicht alle Fragen geklärt. Solltet ihr darüber Informationen haben, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne schreiben auf Instagram, auf Facebook oder halt hier in die Kommentare. Fakt ist aber, dass nach so vielen Jahren und etlichen Um- und Anbauten mit dem Schuljahr 92-93, genauer gesagt am 28. Juli 1993, Schluss war mit Unterricht. Warum die Schule geschlossen wurde, ist Spekulation. Am ehesten vermute ich aber Einwohnerschwund oder demografischen Wandel. Denn ringsum verdienten sehr viele Menschen ihr Geld im oder am Tagebau. So ziemlich alles, was dazu zählte, ging in den frühen 90er Jahren immer weiter zurück und wurde endgültig geschlossen und eingestellt. Leider gibt es aus dieser Zeit kaum Einwohnerzahlen aus dem beschaulichen Örtchen. Die letzte Zählung, die ich fand, ist von 2012. Aber auch hier sieht man, dass die Zahl kleiner ist als vor 1905. Vor 10 Jahren wurden also etwa 420 Personen dort gezählt. Ein weiterer Grund ist vor allem die Substanz der Gebäude. Man hätte vieles, nachdem die letzte Sanierung bzw. der letzte Anbau etwa 24 Jahre zurücklag, erneuern müssen. Und da die Einwohnerzahl sank und nun noch das Thema Asbest in den Vordergrund rückte, war eine Sanierung und Instandsetzung vermutlich nicht mehr verhältnismäßig und schlichtweg zu teuer. Übrigens ist Asbest seit November 1993 deutschlandweit und seit 2005 EU-weit verboten. Vorangegangen waren die Schweiz und Österreich, tatsächlich produzieren aber heute noch China und Russland riesige Mengen an Asbest. Heute darf man es hier weder herstellen noch verwenden, geschweige denn transportieren oder lagern. Nur spezielle Fachfirmen mit geschultem Personal dürfen Asbest heute aus Gebäuden entfernen und auf ausgewiesenen Deponien abladen. Ein sehr teurer Spaß, auch damals schon. Für uns war dieser Fund eine echte Überraschung. Der Zustand war nach fast 30 Jahren verblüffend gut. Es gab fast keinen Vandalismus und einige Sachen wie beispielsweise das Waschbecken in der ehemaligen Lehrerwohnung und der äußerst interessante Keller sahen aus wie im Film. Perfekter Verfall über Jahrzehnte. Wir konnten hier Dutzende interessante Fotos schießen. Eine Auswahl hänge ich euch wie immer zum Schluss dieser Folge hinten dran. Ansonsten findet ihr viele, viele weitere Bilder unserer Touren auch auf Instagram unter urbexle. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss noch mit den angesprochenen Bildern und hoffe, euch hat diese Tour und diese Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben und wenn ihr es nicht schon getan habt, dann unterstützt uns mit einem Abo. Schaut auch auf unseren anderen Kanälen vorbei. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns dieser Tage. Bis dahin, macht's gut und ciao.